Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind noch auf der Citadel, wollen uns nochmal in dem Büro des Volus-Botschafters, den Korlak, umgucken. Denn der hat irgendwie Dreck am Stecken. Der Gute. Eintrag 1 abspielen. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Zalarianer? Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viel. Aber der Kampf gegen die Allianz muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Okay. Eintrag 2. Sie sind alle Monster. Botschafter, bitte. Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Okay, Mitglied bei Cerberus, will sich aber abwenden. Mal gucken, was jetzt passiert. Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Was machen Sie? Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Said. Auf den Korlak angesetzt. Ja, Mensch. Hat sie am Logbuch was getan? Nee. Die Einträge kann ich auch nicht nochmal abspielen. Ah, Käfer. Was? Wann sollen wir Korlak töten? Jetzt mischen wir uns bestimmt ein. Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch ein Präsidium. C-Sicherheit wird Selkisch-Waffen überprüfen, wenn sie merken, dass ich weg bin. Sie sind denen egal, wenn rauskommt, dass sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Ach, cool. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Botschafter den Korlak, in den Apartments. Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage.
Er hat sich verraten. Der Depp. Dann wollen wir mal. Verdammt, falsche Tür. Er braucht sie lebend, um Cerberus aufzuhalten. Cerberus hat es auf eine turianische Kolonie abgesehen. Wenn ich sterbe, kriegen sie sie. Sagen Sie meinen Namen. Shepard untersucht die Sache. Ich habe ihn erst kürzlich kennengelernt. Wie kürzlich? Ziemlich. Scheiße. Also gut, ich höre zu. Oh, okay, warten wir erstmal ab, ob Shepard noch was sagt. Was sind das hier für laute Geräusche, als ob irgendwo Raketen einschlagen oder auf jeden Fall Schüsse fallen? Okay, gehen wir rein. Shepard sagt offenbar nichts mehr. Lange her, Said. Shepard, zum Glück habe ich mich nicht wegen einer Ahnung zum Affen gemacht. Undisziplinierte Mistkerle. Das hat man von einer Verpflichtung in letzter Minute. Wo ist Korlak? Ich bin hier, Commander. Ich... Ohne sie wäre ich gestorben. Nur weil die Turianer dachten, ich wäre noch bei Cerberus. Schlimm genug, dass du es überhaupt warst. Haben die Söldner sie verletzt? Mir geht's gut. Ich sollte bis zum Eintreffen des Lösegelds am Leben bleiben. Es war unwichtig, was ich zu sagen hatte. Sie erwähnten in Ihrer Nachricht eine Kolonie. Es geht um die Verteidigung eines turianischen Planeten. Sie greifen bald an. Aber wenn ich Ihnen den Planeten nenne, weiß Cerberus, dass ich ein Verräter bin. Sie haben längst Ihr eigenes Volk verraten. Wir haben Ihr Leben gerettet. Los, wie heißt der Planet? Ich biete einen Handel an. Die Volos-Bomberflotte. Taktisch gesehen ist das mehr wert als eine Kolonie. Oder Sie geben uns beides. Sie können die Turianer vor dem Angriff warnen, Commander. Das müsste reichen, damit kein Verdacht aufkommt. Ach, wie schön. Ich mag das, wenn man gut ausgeskillt ist bei den, beim Ruf. Sie wollten schon mal das Richtige tun, haben dabei aber den falschen Leuten vertraut. Das ist Ihre Chance zur Wiedergutmachung. Sie geben uns die Unterstützung der Volus und helfen uns, Cerberus zur Rechenschaft zu ziehen. Ich kann nicht. Oh doch. Es ist Zeitverschwendung, an das Gute in einem Volus zu appellieren, Shepard. Elfus. Die Kolonie heißt Elfus. Cerberus will ihre Werften. Und die Bomberflotte? Sie gehört Ihnen, Commander. Nice. Ich werde mit C-Sicherheit über diesen Vorfall sprechen. Ja, mach mal. Ich danke Ihnen sehr. Hat lange gedauert, bis er endlich geredet hat. Said, was machen Sie denn hier? Später. C-Sicherheit ist unterwegs. Wird nicht erfreut über diese Sauerei sein. Sie finden mich bei den Docks, wenn Sie wollen. Oh, und ob ich das will? Volus Bomberflotte. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob der Rufbalken gestiegen ist. Nö. Also sind wir da schon am Maximum angekommen. Okay. Also, bei den Docks. Dann gehen wir jetzt noch zu den Docks und reden mit Said. Ich freue mich. Ich gucke nochmal auf die Karte. Nicht, dass ich noch irgendwas verkackt und vergessen habe. Und überhaupt. Bin ja fast geneigt, auch nochmal mit Aria zu reden. Nicht, dass die plötzlich auch irgendwelche neuen Infos für uns hat. Ganz kurz. Das muss ich machen zur Sicherheit. Geht ja schnell. Dauert ja eine Minute oder so, wenn sie nichts zu melden hat und dann ist gut. So, jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. Wo hast du geparkt? Ich bin mit dem Rapid-Transit gekommen.
Und dabei hast du den heißesten Wagen auf der ganzen Citadel. Ich habe auch die neue Lackierung gesehen. Ich, habe ihn vor ein paar Wochen verkauft. Was? Aber du hast den Wagen doch geliebt. Ich weiß. Du hast doch von nichts anderem als diesem Wagen gesprochen. Ich weiß. Und warum hast du ihn denn verkauft? Baby? Ganz schnell zu Aria. Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Blue Suns, Blood Pack und Eclipse. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Einsam, okay. Wir reden. Ganz sicher. Tschüss! So, jetzt aber ab zu Said. In die Docks. Dann haben wir aber wirklich erstmal alles erledigt auf der Citadel, was wir bis dato erledigen können. Das ist schön. Dann können wir beim nächsten Mal nämlich mal wieder ein paar Nebenquests angehen. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ab zu den Docks. Ankunft in Wo steht da rum? Frachtraum C. Vorne. Und James ist jetzt wieder Bucht E28. Genau, hinten und zockt wahrscheinlich wieder Karten. Sai, da hinten steht er. Hallo. Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts, gar nichts. Chill mal. Hab mich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frage rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Gut zu wissen, Said. Mit wem waren Sie da zusammen? Söldner von Omega. Ich habe bei Ihnen angeheuert, als ich hörte, dass Sie Cerberus angreifen wollen. Ich hätte mir den Job genauer ansehen sollen. Mit wem waren Sie da zusammen? Okay. Söldner von Omega. Ich habe bei Ihnen angeheuert, als ich hörte, dass Sie Cerberus angreifen wollen. Hey! Oh, ach du bist. Wie sehr wartest du immer noch? Schon was Neues? Nein, aber... Sie haben es versprochen. Sie werden bald reden. Sicher werden Sie das. Ich sehe später nochmal nach dir, was okay für dich ist. Okay. Und immer noch keine Eltern da. Nur mal kurz gucken, ob James was zu melden hat und dann sind wir hier auch durch. Nanü? Nanü? Ganz hinten ist er. Was macht er da? Blind, wo ist James? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich fasse es nicht. Ja, so gefällt mir das. Major Titan und Echo. Der zweite Spectre der Menschheit hinderte zusammen mit Commander Shepard. Hä? Ich glaube, diese Credits gehören mir. Bisher gibt es noch keine Nachfrage für die Position. Ich glaube ja. Komm schon. Kann aber auch sein. Dass James eigentlich hier sitzen sollte, das aber gar nicht tut. Das ist ja lustig. Das ist ja echt ulkig. Ich glaube, diese Credits gehören mir. Während die Allianz schwere Verluste hinnehmen muss. Oder bin ich so blind? Nee. Nee, so blind kann ich ja gar nicht sein. Mistkerl. Der vulkanische Anführer Dr. Rex sagte,
Geht hier bei euch irgendwas? Nee. Sie dachten, ich würde bluffen, stimmt's? Ja, ja, er sollte auf jeden Fall da sitzen und Karten spielen und tut es nicht. Na gut, er wird beim nächsten Mal hoffentlich wieder da sein. Der gute James, wenn wir der Citadel den nächsten Besuch abstatten. Jetzt geht's aber zurück zur Normandy, dann ist für diese Folge Schluss. Und beim nächsten Mal können wir dann in aller Ruhe die nächsten Nebenquests in Angriff nehmen. Die Jägerbasis, die vermissten Wissenschaftler und die Asari-Kloster-Gedingse-Geringse. Weißt du? Messana und so. Notsignal. Ja. Sergeant, ich habe einen kleinen Bruder. Oh, die Unterhaltung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Er hat den Planeten verlassen, um Geld zu verdienen. Und ist in schlechte Gesellschaft geraten. Eine Woche vor den Reapern hat mein Bruder mir ganz aufgeregt mitgeteilt, dass er eine Organisation gefunden hat mit guter Bezahlung und Sozialleistung. Danke. Er hat Keeper. Mir ein Foto von der glänzenden neuen Panzerung geschickt, die sie ihm gegeben haben. Eine Panzerung in Weiß und Gelb, Ma'am. Oh, Eclipse. Nicht gut. So, zurück zur Normandy. Jawohl, Citadel ein weiteres Mal abgeklappert. Commander, Dr. Checkwars lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Das machen wir aber noch. Hier gibt's nichts Neues. Okay, dann gehen wir mal zur Frau Doktor. Aufs Crewdeck. Sie schaffen es immer, Commander. Wir haben die Vorräte von Taktis erhalten. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben einige sehr nützliche Dinge bekommen. Ich konnte damit die Effizienz unserer Medigel-Verabreichungssysteme verbessern. Außerdem habe ich Informationen gesammelt, die Liara interessieren könnten. Fragen Sie Glyph. Effektivitätserhöhung, okay. Dina hat tatsächlich den Verstand verloren? Ich habe den Mann nie gemocht. Jetzt weiß ich auch warum. Jo. Schön, Sie zu sehen, Commander. Schön, Sie zu sehen, Frau Doktor. So, was? Infos, Liara, Glyph und so? Ausgezeichnet, Commander. Das Informationsnetzwerk-Terminal wurde aktualisiert. Cool. Krankenstation, Chirurgie. Gesundheit plus 5. Okay. Mehr gibt's da nicht. Schön. Ne? Willkommen zurück. Danke. So, ach, ich mag das, wenn man am Ende einer Aufnahmesession, also das ist jetzt die letzte Folge, die ich in der Session aufnehme, wenn man da was abgeschlossen hat, beim nächsten Mal ein paar Nebenquests angehen kann oder was Neues beginnen kann. I like this. Das heißt, die Cerberus-Wissenschaftler, das Notsignal steht auf dem Programm. Und im Hades-Nexus, okay. Noch mehr im Hades-Nexus. Und die Jägerbasis. Okay. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Also bis morgen.